Herr Siegmund, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Also wir haben jetzt eine Debatte zu unserem Öffnungsantrag geführt, die leider wie erwartet an Fakten vorbeiging. Und das möchte ich trotzdem noch mal Stück für Stück begründen. Zunächst einmal ist festzustellen, dass insbesondere von den ideologischen und demokratischen Fraktionen jede Argumentation mit einem Krakeelen oder einem Auslachen begründet wird. Ich persönlich muss ganz, schon wieder, jetzt lacht Frau Lüdemann von den Grünen. Ich finde, diese Situation ist nicht witzig. Wir haben hier Leid auf allen Seiten. Wir haben Leid von betroffenen Risikopatienten, über die ich jetzt bestimmt schon das vierte Mal an diesem Pult spreche und wo niemand irgendwas leugnet. Die Fraktion der Linken unterstellt uns, weil wir sagen, wir müssen uns auf Risikobereiche konzentrieren und den Rest frei leben lassen, unterstellt sie uns, dass wir sagen, dass es diesen Virus nicht gibt. Herr Höppner, war das jetzt Ihre Abschiedsrede in diesem Parlament oder was? Das ist doch pure Ideologie, sowas auszublenden. Viermal habe ich an diesem Pult dazu gesprochen und habe das nicht ignoriert, nicht geleugnet oder irgendwas. Wir möchten einfach eine Differenzierung haben. Das, was Sie hier machen, ist pure Ideologie. Sie spinnen das ideologisch voran. Herr Strigel ist das allerbeste Beispiel dazu. Wir hatten am Wochenende in Stendal eine Demonstration. Wir möchten den Lockdown beenden, Risikogruppen schützen und die Gesellschaft öffnen. Das war natürlich Thema zu dieser Diskussion. Da gab es wie immer eine Gegendemonstration. Allein das hat in den Köpfen vieler Ständer da schon für Kopfschütteln gesorgt. Aber was war denn das Entscheidende? Man hat wunderbar gesehen, welche Bereiche dieser Gesellschaft sind denn aktuell wie betroffen. Wer stand denn auf unserer AfD-Demo zu diesem Thema? Es waren die Mittelständler, es waren die Rentner, es waren die, die betroffen sind, die Angst um ihre Existenzen haben, die Angst um ihre Familie, um ihre Zukunft haben. Und dann ist hinten der Demozug langgezogen, gegen uns, Herz statt Hetze war die Aussage. Wer ist da mitgegangen? Miteinander e.V.-Mitarbeiter. Wer ist da mitgegangen? Dauerstudenten. Wer ist da mitgegangen? SPD-Bundestagskandidaten. Es sind die Leute mitgegangen, die gar nicht wissen, wie das ist, für hartes Geld zu arbeiten. Die gar nicht wissen, wie das ist, im Leben zu stehen. Es ist genau das Gleiche und es setzt sich auch in diesem Parlament fort. Wer am lautesten krakeelt, Herr Strigel, der weiß gar nicht, wie das ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, wenn er hart dafür arbeiten muss, wenn das Geld immer automatisch kommt. Sie haben das nie gelernt in Ihrem Leben und deswegen können Sie jetzt hier auch so einen großen Mund haben. Hier sitzt die Fraktion von Steuerzahlern, die das alles selbst aufgebaut haben, die in die Politik gegangen ist, weil sie anpacken wollten, weil sie was verändern wollen. Und das auszulachen, ist einfach nur ein Hohn gegenüber allen Menschen da draußen, die gerade Angst um ihre Zukunft haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Thomas hat uns unterstellt, dass wir mit unserem Antrag SPD eine Öffnungsorgie feiern wollen. Herr Thomas hat gesagt, dass wir alles öffnen wollen, also auch die Altenheime. Herr Thomas, das ist falsch. Wir haben einen Antrag, in dem ganz klare Paragraphen aufgeführt sind. Die Paragraphen 4, 5, 6, 7 und 8. Diese beinhalten nicht die Alten- und Pflegeheime. Das ist doch ganz logisch. Wir sind hier auf die wirtschaftlichen Bereiche eingegangen. Das ist ganz klar differenziert. Das war wieder purer Populismus. Das ist alles nicht faktentechnisch untermauert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich nichts geändert. In diesem Land ist kein politischer Austausch auf Faktenbasis möglich. Es ist pure Ideologie, die ja vorherrscht. Ich finde es sehr, sehr schade. Wir haben es probiert, aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir werden weiter für unseren Mittelstand hier eintreten. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, dann gibt es hier noch eine Frage von Herrn Hövelmann. Das habe ich gesehen. Herr Hövelmann, offensichtlich will Herr Siegmund Sie beantworten. Deswegen können Sie sie jetzt stellen. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Siegmund, ich will noch mal die Frage stellen. Sie beantragen, dass der Landtag beschließen möge, die Paragraphen, die Sie zitiert haben, einer Verordnung aufzuheben, die es bereits seit Wochen nicht mehr gibt. Ist das wirklich Ihr Ernst? Sie können antworten. Es gibt keine neunte Verordnung mehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie können antworten. Sehr geehrter Herr Hövelmann, zunächst einmal muss ich feststellen, dass das ja Ihr eigentliches Argument war, um gegen unseren Antrag zu argumentieren. Dass wir hier über Rechtsstreitigkeiten jetzt debattieren wollen, weil Ihnen der Paragraph hier nicht passt oder das Datum nicht passt. Wenn Sie oben auf die Drucksache schauen, sehen Sie, dass diese Drucksache am 3.3.2021 zum Zeitpunkt der gegenwärtigen Grundlage auf die 9. Eindämmungsverordnung gestellt wurde. Da haben wir diesen Antrag in dieses Parlament eingebracht. Herr Hövelmann, seit Montag, wir haben heute Freitag, gilt Ihre neue Verordnung. Natürlich betrifft dieser Antrag jetzt die neue Verordnung. Wir konnten doch zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, wann Sie das genau wie hier einbringen. Woher sollten wir das denn wissen? Trotzdem mussten wir doch aber die Drucksache einbringen. Also, ich stelle fest, ich finde es unmöglich, sich anhand solcher Argumente, um das eigentliche Wesentliche wegzuducken. Das geht gar nicht. Danke.